Ja, hallo zusammen. Sie sehen heute einmal, ich bin nicht bei mir im Studio, sondern heute bei mir auf der Arbeit, nämlich an der Uniklinik Bonn. Und zwar nicht alleine, sondern ich bin hier zusammen mit YouTube Deutschland. Denn wir sprechen einmal darüber, ja, wie wir es gemeinsam geschafft haben, 1 Million Abonnenten auf YouTube zu bekommen. Hallo Georg, freut mich sehr. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ich habe ganz viele Fragen im Gepäck, denn ich will das natürlich alles rausfinden, wie du es gemacht hast. Wir haben uns aufs Du geeinigt am Anfang im Vorgespräch. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen heute und Zeit mit dir verbringen können und auch mit deinem Hund. Genau. Wer ist denn das? Das ist der Jago und habe ich mitgebracht, weil er tatsächlich bei den ersten Videos 2016 dabei war, im Studio mit saß und seitdem fast, naja, in jedem zweiten, dritten Video zumindest als erster mit zuschaut, immer daneben sitzt, wenn ich in mein Filmstudio gehe und hört sich das alles immer quasi mit an. Also dann er hat ganz viel gelernt über Medizin. Ja. Dann kann ja nichts schief gehen. Dann suchen wir uns mal einen ruhigen Ort, wo ich meine Fragen loswerden kann. Sehr gerne. Oder? Ja, Tobias, vielen Dank, dass wir hier zu Besuch sein dürfen, das Team YouTube. Sehr gerne. Das ist hier deine Arbeitsstätte. Wir sind hier auf dem Gelände der Uniklinik in Bonn, im Venusberg. Mhm. Wie hoch ist der? 170 Meter über Null oder was? Wie hoch er ist, weiß ich nicht genau. Ich weiß immer nur, zumindest früher als Student musste ich immer den Berg hochfahren oder bin ich mit dem Fahrrad immer. Und dann war man schon immer halb durchgeschwitzt. Nicht nur, weil man eine Klausur hatte, sondern schon, weil man den Berg hoch musste. Also ja, das ist zumindest immer eine Anfahrt. Ja. Es ist beeindruckend hier alles sehr für mich. Ich bin jetzt auch zum ersten Mal hier, obwohl ich in Rheinbach geboren bin, nicht weit weg von hier. Mhm. Aber für dich ist, du hast es gerade gesagt, schon so eine lange Zeit in deinem Berufsleben, die Uniklinik hier. Trag uns mal kurz durch deine Biografie. Also du hast hier studiert. Oh ja. Seit wann bist du praktizierender Arzt und so weiter? So gesehen ist die Geschichte vielleicht sogar noch länger, weil ich tatsächlich nach dem Abitur meinen Studienplatz für Medizin zurückgegeben habe und erstmal was anderes studiert habe, damals Wirtschaft studiert habe. Also das heißt, irgendwer anders hat sich gefreut und den Studienplatz bekommen. Und welcher Abi-Jahrgang bist du? 99. Mhm. Und damals habe ich halt Wirtschaft studiert, bin auch ins Ausland, habe in Kanada studiert, in Peru studiert, habe dann 3,5 Jahre in Moskau gelebt und gearbeitet. Und dann wurde ich so 28 und habe gedacht, ich glaube, doch, Medizin interessiert mich. Ich merke, für mich selbst brauche ich was, was mir auch Sinn gibt. Das ist ja bei jedem mit der Arbeit. Und für mich ist es die Arbeit als Arzt. Und von zu Hause aus war ich auch gewohnt, immer die medizinischen Themen quasi zu besprechen. Mhm. Und deswegen habe ich mich dann auch mal entschieden und gesagt, jetzt mache ich es wieder. Und habe quasi dann mit 29 angefangen, Medizin zu studieren. Und war Vollzeit die ganze Zeit dabei, aber am Arbeiten. Das heißt, ich konnte am Anfang auch nicht so für mich sagen, ich bin jetzt wieder Student, sondern ich wusste, ich arbeite vollberuflich und studiere quasi nebenbei. Und das hat auch in den 5 bzw. 6 Jahren geklappt, ja. Toll. Und dann hast du direkt einen Facharzt gemacht? Oder was? Genau, in der Medizin ist es ja so, wenn man mit dem Studium fertig ist, dann arbeitet man als Assistenzarzt. Und je nachdem, welchen Assistenzarzt man macht, braucht man dafür 5 Jahre, 6 Jahre, 10 Jahre, wenn man mal Auszeiten nimmt oder andere Sachen zwischendurch macht. Und ich habe mich quasi auf den Bereich oder bin in den Bereich Anästhesie, Intensivmedizin gegangen. Und das ist das, was ich arbeite. Genau, und das ist das, was mir Spaß macht, weil man da quasi direkt am Patienten dran ist. Also das ist Medizin pur, was wir quasi machen. Gerade auf einer Intensivmedizin oder Intensivstation, genauso wie als Notarzt. Und jetzt bist du hier auch in der Uniklinik in Bonn. Und wo ist da dein Aufgabenbereich? Genau, also sozusagen der Aufgabenbereich ist im ganzen Gelände, kann man sagen, weil Narkosen braucht man ja, egal ob man an der Nase operiert wird, ob man vielleicht am Herzen operiert wird, im Gehirn oder am Bein. Und je nachdem, wo quasi der Schwerpunkt ist oder die OP-Säle stattfinden, ist man als Narkosearzt sozusagen eingesetzt. Und so macht man zum einen Narkosen, man ist aber auch auf der Intensivstation eingesetzt. Während der Corona-Phase war ich fast 2 Jahre auf der Intensivstation. Mhm. Oder man arbeitet auch als Notarzt. So gibt es quasi eine Kombination und das Fach ist vielfältig. Zumindest wenn man an so einem, man nennt es Maximalversorger, ist wie eine Uniklinik. Ja, ich frage das deswegen, weil vielleicht doch viele Userinnen und User gar nicht genau wissen, dass du ein echter Arzt bist. Also vielen Dank für die Herleitung. Denn warum sind wir hier? Du hast die 1 Million Abonnements oder Abos auf YouTube geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ja, cool. Ja. Unfassbar. Ja, das ist echt
Ja, freut mich auch und kann man sich selbst gar nicht vorstellen. Zumindest, ich glaube, ich sage vielleicht auch erst seit einem halben Jahr, also das Wort YouTuber nehme ich für mich selbst vielleicht noch gar nicht wirklich direkt in den Mund, weil ich mich als Arzt sehe und das ist mein Beruf, das ist mein Job. Aber dass man was macht, was einem noch Spaß macht als Hobby und auch noch sieht, dass man auch als Arzt sozusagen auf YouTube tätig sein kann, nämlich aufklären, das ist ja eine ärztliche Tätigkeit mit. Und dass das dann 1 Million sind, ist schon krass, das stimmt, ja. Toll. Ja, seit wann machst du den YouTube-Kanal? Also wir gehen gleich auch nochmal in dein Studio, wo du dann quasi der Arzt auf YouTube bist. Freue ich mich sehr drauf. Aber seit wann hast du den Kanal und wie schnell ging das jetzt mit der Million? Ja, also begonnen habe ich 2016 und ich weiß noch, im Frühjahr 2016 habe ich darüber nachgedacht, solche Videos zu machen. Und dann hat es tatsächlich 6-7 Monate gedauert, ich glaube bis November oder so, bis das erste Video auch online war. Einfach nur, man hat gedreht, dann hat man wieder 1 Monat Pause gemacht. Nicht so wie heute, wo man dreht und am nächsten Tag wieder und die Zeit ja so schnelllebig ist. Also was in 6 Monaten ist, weiß man ja gar nicht mehr. Aber 2016 war so, ja gut, dann gucke ich mal in 4 Monaten, ob ich das Video hochlade oder welches. Also das war doch ganz anders. Genau, und so habe ich da ganz langsam mit begonnen. Und für mich war tatsächlich der die Initialzündung. Ich habe damals 2016 einen Ironman gemacht oder meinen ersten Ironman, also Triathlon, die Langdistanz. Und habe dafür damals natürlich trainiert, ein Jahr lang, 2015 bis 2016, ganz fokussiert. Und habe dann auch auf YouTube geguckt, okay, wo kriege ich mehr über Ernährung, über Physiologie des Körpers, über Training. Das habe ich natürlich durch meine Trainer gehabt, durch meine Erfahrung auch durchs Medizinstudium oder als Arzt am Arbeiten. Aber ich dachte irgendwie, auf YouTube sehe ich von Triathleten was, die mir fachlich was sagen können, wie ich noch besser werde, damit ich einen Ironman schaffe und habe gemerkt, krass, gibt's irgendwie gar nicht. Da erklärt mir keiner, wie das Herz funktioniert. Da erklärt mir keiner, wie ich vielleicht mich anders ernähren soll. Und so habe ich gedacht, na gut, mich hat halt schon immer damals auch interessiert, wie Leute lernen. Also ich habe ja selber 2-mal studiert und 2-mal promoviert und mir macht Lernen, klingt vielleicht blöd, aber selber immer Spaß. Schon in der Schule hat mir das Spaß gemacht, was anschauen, verstehen und ja, wenn man das jetzt Lernen tituliert oder so, okay. Und dann habe ich gedacht, ja, man muss was lesen, man muss mal was hören und sich anschauen, wie was geht, ist doch viel besser als in 5 Büchern nachlesen. Und da habe ich mir nur gedacht, wieso gibt es das eigentlich nicht? Also und die das erklären, habe ich gedacht damals, die sind nicht wirklich Experten in dem Gebiet. Also da klärt vielleicht einer drüber auf, aber hat selber kein Triathlon gemacht oder arbeitet selber nicht als Arzt. Und dann habe ich gedacht, krass, da bin ich quasi der Einäugige unter den Blinden. Und tatsächlich sehe ich mich immer noch so. Also ich glaube, das ist es. Ja, also wenn man den Content sieht auf deinem Kanal, der ist sehr, sehr breit. Ne? Da geht es über die richtige Ernährung, du hast es gesagt, da geht es um Vorsorgethemen bei ganz speziellen Krankheiten. Also ich glaube, du hast 1000 Videos schon gemacht, oder? Wahnsinn. Und wie viele 100 Millionen Views hast du jetzt? Hast du mal geschaut? Ja, tatsächlich, da kommen wir später im Studio noch mal genau nachschauen. Okay. Aber ja, also breit kann man jetzt so sehen. Tatsächlich habe ich angefangen, aber ganz, ich nenne das mal spitz mit einem Thema. Weil 2016 damals habe ich selbst hier an der Uniklinik eine Forschungsgruppe im Bereich Schmerzen, Neuromodulation im Gehirn gehabt. Daran habe ich quasi auch geforscht und gearbeitet und habe damals so gemerkt, auch Patienten stellen immer wieder die gleichen Fragen, bezogen erstmal auf Schmerz. Und Schmerz ist ja auch wichtig beim Triathlon, wenn man 10 Stunden Triathlon macht oder so. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und die ersten Videos gingen halt über Schmerzen. Was passiert im Gehirn? Schmerzkrankheiten. Das heißt, mein Symptom, habe ich damals auch immer gesagt, war, was ist der häufigste Grund, warum man zum Arzt geht? In 80% der Fälle, weil man Schmerzen hat. Bauchschmerzen, Knieschmerzen, Kopfschmerzen, irgendwo tut was weh und deswegen geht man zum Arzt. Das heißt, das war dann mein Aufhänger irgendwann und ich habe die Videos da drum herum gebaut. Und erst allmählich bin ich etwas breiter geworden, weil ich gemerkt habe, ja, ich mache Ernährungsmedizin, ich mache Triathlon, ich ernähre auf der Intensivstation Patienten, die im Koma liegen, künstlich, also künstliche Ernährung. Also mache ich auch Videos darüber und sag mal ein paar Basics, was die Unterschiede zwischen Proteine, Kohlenhydraten und Fetten sind oder so. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel die Vorbereitung auf ein Video machst, vielleicht kommen wir da gleich auch im Studio noch mal mehr dazu,
Wie kommst du zu den Themen? Also wie überlegst du dir das? Wie lange Vorlaufzeit ist das? Also es hat sich natürlich geändert. Also jetzt würde ich sagen, haben wir das oder habe ich das professionalisiert? Jetzt sind wir ein Team von 5 Personen, die das cutten, Themen auch mit ausarbeiten, vor allem aber die Themen prüfen, die Fakten prüfen. Ich nenne das Faktenchecker. Aber jetzt so zu Beginn 2016, 17, 18 war das wirklich, worauf ich Lust hatte. Und immer war wichtig für mich, und das gilt bis heute, Themen nur zu machen, mit denen ich mich selber auseinandersetze, mit denen ich was zu tun habe. Also wenn ich über Ernährung rede, weil ich auf der Intensivstation, wie gesagt, die Patienten künstlich ernähre, weil ich Triathlon seit 10 oder 15 Jahren mache und mich immer mit dem Thema Ernährung beschäftige, weil ich Ernährungsmedizin mache. Also ich würde nicht über ein Thema sprechen, mit dem ich nichts zu tun habe. Jetzt sage ich mal ein spezielles gynäkologisches Thema oder pädiatrisches, also Kinderthema. Wenn ich als Notarzt komme und das Kind hat sich verschluckt oder ertrunken oder hat einen Fieberkrampf, das ist das, womit ich mich auskenne. Aber ich kenne mich nicht mit so, sagen wir mal, allgemeinen Kinderkrankheiten als Beispiel aus. Du hast es gerade gesagt, Notarzt. Du hast auch lange auf dem Notarztwagen gearbeitet, oder? Genau. Also das Beste, finde ich, was es gibt und werde ich auch weitermachen, weil da ist man sozusagen am Patienten dran. Ja. Und 2023 habe ich sozusagen hauptberuflich, vollberuflich als Notarzt gearbeitet in Bonn. Das heißt, das war mein Alltagsgeschäft. Und dann kriegt man natürlich durch 500, 700, 800 oder so Einsätze auch eine langsame Routine da langsam rein. Das ist ja auch immer wichtig. Ja. Ja. Wenn du jetzt die Klinik verlässt, bist du ja YouTube-Creator. Was hast du denn in der Woche so für eine Upload-Frequenz? Machst du 2 Videos, 1 Videos, 3 Videos? Ja, auch das hat sich sozusagen entwickelt über die Zeit. Mittlerweile sind wir bei 4 Videos in der Woche. Langform. Genau, Langform. Und ich habe 2016 angefangen und den Montag damals genommen. Dann habe ich einen Sonntag dazu genommen. Und ich habe mir selber immer gedacht, und das kam, glaube ich, durch Triathlon, aber auch wenn man noch mal studiert und dabei noch nebenbei arbeitet, dass ich gedacht habe, wenn ich was anfange, konsequent durchziehen. Und deswegen habe ich sozusagen, wenn ich was entschieden habe, wie an dem Tag wird was veröffentlicht, dann wird es immer an dem Tag veröffentlicht. Und deswegen gibt es jetzt immer 4 Videos. Und 2016 war es immer 1 Video und 2018 waren es immer 2 Videos und jetzt sind es immer 4 Videos. Und das ist fix. Egal, ob an dem Tag ich Geburtstag habe, man arbeitet, Weihnachten ist oder irgendwie, weiß ich nicht. Wow, sehr, sehr organisiert und sehr strukturiert. Ja, ja. Ja, so ticke ich da, glaube ich auch. Bin mal gespannt, ob wir gleich an, da gibt es bestimmt so einen Flipchart, oder? So ein, oder wie ist das? Ja, also habe ich nicht weiter. Ich habe sozusagen. Bist du digital? Ja, genau. Okay. Ja, ja. Aber logisch. Und mittlerweile ist das so, dass ich auch sage, ich habe Videos für die nächsten ungefähr 3 bis 4 Wochen im Voraus fertig. Dass ich immer sage, wenn man für 2 Wochen ausfällt, weil man selbst 2 Wochen ins Krankenhaus muss oder sowas oder 2 Wochen im Urlaub ist, dass ich das vorproduziert habe sozusagen und kein Stress so aufkommt oder so. Kommt es denn vor, dass du von Patienten im Ernstfall auch erkannt wirst? Oder, Also ich würde sagen, in der Klinik einmal in der Woche. Im OP ist es ja, hat man eine Haube auf den Haaren, was auf. Da kommt es seltener vor, aber deswegen trotzdem einmal in der Woche kommt es immer vor. Wenn man Aufklärungsgespräche führt, wo man sozusagen im Kittel da sitzt, dann ist es die Wahrscheinlichkeit höher. Als Notarzt ist es auch regelmäßig vorgekommen. Genau, aber da sage ich immer, ja, das bin ich und versuche ehrlich gesagt, das Gespräch danach für mich zu beenden. Also mir ist es eher unangenehm. Ja? Also das ist nichts, weil, also er ist der Fokus auf das, auf die Herausforderung, das Problem, was die Patienten haben. Und B, ganz ehrlich, fühle ich mich dann selbst auch ein bisschen unter Druck gesetzt, noch besser jetzt zu sein oder so beim Patienten. Also ich versuche das echt ganz schnell, kann gar nicht sagen wie, aber durch so 1, 2 Sätze, ja, das bin ich, oh ja, das ist schön. Und dann versuche ich, eine Aussage zu bringen auf die Krankheit oder das Problem. Oder wenn vielleicht gar nicht mit mir gesprochen wird, weil ich nur vorbeilaufe, sage ich, ich muss weiter oder so. Also genau. Du hast eben gesagt, dein Auftrag als Arzt ist ja auch Aufklärungsarbeit. Wenn man jetzt mal die Zeit zurückspult vor die Ära der digitalen Medien wie YouTube, da
da hat ja diese Aufklärungsarbeit komplett gefehlt über Social Media. Mhm. Und du bist einer der Vorreiter. Du bist der größte deutsche Arzt auf YouTube mit 1 Million Abonnements und ich glaube über also 3-stellig Millionen auf Views. Mhm. Muss man mal genau reingucken. Mhm. Auf deinem Kanal ist das ja angezeigt. Das sind ja wahnsinnige Reichweiten, wo du, ich habe auch einen Kommentar gesehen unter einem Video bezüglich Alkoholkonsum. Mhm. Du hast da wirklich auch, da war ein Kommentar einem User sehr geholfen durch dieses Video. Und das ist ja A, tolles Feedback, sondern man spürt da ja auch, das hat eine Wirkung. Ne? Mhm. War das ein Ziel deines Starts immer gewesen, so zu sagen, ich möchte so viele Menschen, wie es geht, erreichen? Ja, also wäre vermessen, das glaube ich zu sagen. Wenn man anfängt, also am Anfang war wirklich mal das Video machen und mal gucken, wie es ankommt. Und dann hat man 10 gemacht, da merkt man ja gar nichts. 100 merkt man noch gar nichts oder so. Mhm. Also nee, das war nicht das Ziel. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, am Tag sind so grob, also oder auf 48 Stunden sind das so grob 250 bis 300, 350.000 Views. Also am Tag vielleicht so 100 bis 150.000 am Tag. Und dann denke ich, wenn ich hier der Prof eine Vorlesung hält, ich vielleicht einen Vortrag oder eine Vorlesung halte vor Studenten, dann sitzen da 100. Man ist froh, wenn vielleicht das Auditorium voll ist und da 300 Leute sitzen. Mhm. Oder 300 Patienten für einen Abend kommen, wo man was aufklärt. 300. Mhm. Und dann denke ich wieder, krass, am gleichen Tag gerade haben 300 oder 150.000 Leute die Videos angeschaut. Also das ist ja ein Vielfaches, was man erreicht. Mhm. Aber das wurde einem erst mit der Zeit bewusst. Mhm. Also war definitiv nicht das Ziel. Deswegen sage ich auch, ja, ich sehe mich selbst nicht oder Schwierigkeiten damit zu sagen. Ich sage, ja, Content createn tue ich oder so, aber meine Arbeit ist als Arzt. Mhm. Und ich glaube auch, das ist einer der Erfolgsfaktoren, je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, aber wo man Wissen vermittelt, wo man aufklären möchte, dass man auch die Sachen macht. Weil früher oder später kriegt der Zuschauer raus und ein Gefühl dafür, ob man auch die Sache weiß, wie die in der Realität läuft. Mm. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass ein Video gut wird. Das ist dieses Stück mehr, das man bietet, weil man weiß, wie es in der Realität ist. Also wenn ich nur sage, ja, als Beispiel, dann macht man eine Wiederbelebung und die geht so und so und dann muss man 30 Mal drücken und dann noch mal 2 Mal in den Mund reinatmen und mal eine Reanimation machen und weiß, wie es sich anfühlt, wenn die Rippen brechen und wie nervös alle sind und wie schwer es dann ist, wirklich anzufangen und wie viele Leute vielleicht weggehen und wie der Patient vielleicht quer im Gebüsch liegt, wo man nicht einfach so draufdrücken kann. Das ist ja die Realität. Mhm. Und nicht nur sozusagen die Theorie aus dem Buch. Und ich glaube, dass der Patient das halt auch merkt oder der Zuschauer auf YouTube. Das steigert auf jeden Fall die Glaubwürdigkeit deiner Videos, ne? Absolut, glaube ich. Genau. Hintergrund, ne? Genau. Und Glaubwürdigkeit ist, denke ich, mit eins der wichtigsten Sachen. Da gehören verschiedene Sachen dazu, die Glaubwürdigkeit beeinflussen von uns. Aber das ist mit, worauf ich stark achte. Und ich denke, man muss es auch mal ehrlich so sagen, 2016, 17, 18, auch noch bis 2020 vielleicht, war YouTube machen auch eine Herausforderung, nenne ich es mal so parallel, an der Uniklinik oder irgendwo zu arbeiten. Mhm. Auch, dass so etwas generell als sehr sinnvoll erachtet wird von anderen. Das glaube ich aber im Nachhinein hat mir das geholfen, weil es immer wieder der Anspruch ist, bei jedem Video, dass ich mir selber sage, es muss so sein, dass wenn mir hier die Kollegen entgegenkommen, vielleicht der Chefarzt, der Hals-Nasen-Ohren-Arztkunde oder der Chefarzt der Chirurgie, dass ich weiß, ich habe nicht in einem Video was gesagt, was Bullshit ist. Hm. Kriegst du Feedback von den Kolleginnen und Kollegen zu deinen Videos und sagen die, gut gemacht oder schön, dass du da so Gas gibst? Oder wie ist da das Feedback? Also ich glaube, mittlerweile haben sehr, sehr viele verstanden, dass Social Media wichtig ist, dass YouTube auch wichtig ist, dass es eine wichtige Plattform ist und dass es einfach dazugehört. Mhm. Also definitiv ist das so, ja. Hat das Gesundheitslabel auf YouTube auch da ein bisschen geholfen? Also du bist ja auch, hast das Label auf deinem Kanal, da steht von medizinischem Fachpersonal, damit auch der Absender nochmal klar ist, das ist hier ein medizinisches Fachpersonal, was hier den Ratschlag gibt. Hat das geholfen? Also ich glaube, dass es wichtig ist, definitiv. Und es ist der erste oder zweite Schritt. Man merkt das ja auch im Vergleich zu anderen Plattformen, was ich auch sehe.
dass da es viel schwieriger ist, auch konstruktive Diskussionen zu haben oder so. Und so merke ich, YouTube, gerade auch mit dem Label zum Beispiel, zeigt das ja dem Zuschauer was an. Das ist erster Schritt, da sind natürlich weitere Sachen auch noch notwendig oder so. Aber klar, ist sowas wichtig, ne? Weil der Zuschauer kann nicht differenzieren, nur weil einer über was redet. Im ersten Moment kennt er sich damit aus. Nur weil ich einen Kittel trage oder ein Stethoskop mir umhänge, heißt es nicht, dass ich auch darüber Bescheid weiß. Habe ich jemals in meinem Leben auch wirklich ein Rezept ausgefüllt? Habe ich wirklich jemals in meinem Leben, weiß ich nicht, eine Spritze gegeben? Oder erkläre ich nur den Leuten, wie da was geht, aber selbst habe ich es eigentlich noch nie gemacht? Also weiß ich überhaupt, was es bedeutet, Verantwortung zu haben? Verantwortung, wenn man für den Patienten zuständig ist. Wenn man im Arzt-Patienten-Gespräch ist, ist es ja nicht so, als Beispiel bei der Aufklärung über Alkohol, kann man ein Video machen und sagen, Alkohol ist natürlich schlecht und die Realität ist ja vielleicht anders. Der seit 20 Jahren trinkt, hat vielleicht einen Grund. Der weiß auch, dass viel Alkohol ungesund ist oder beim Rauchen. Da kann man nicht ankommen und einfach sagen, naja, hören Sie auf mit dem Rauchen, sind selber dran schuld, das macht 5 Krankheiten. Dann geht der Patient wieder raus. Und das ist, glaube ich, wichtig zu wissen und das auch in die Videos mit einfließen zu lassen. Du musstest dich aber auch nochmal selber bewerben, ne? Also nicht automatisch Arzt sein ist geht mit dem Label einher, ne? Also das ist jetzt eine ernste Frage, oder? Ja, nee, schon. Also weil das ja viele noch nicht wissen draußen. Also. Ja, genau. Also man hat, wenn ich mich recht entsinne, man lädt zum Beispiel seine Approbationsurkunde mit hoch. Man füllt da ein paar Felder aus. Ich glaube so, was man arbeitet oder wo man arbeitet. Genau, also dafür hat man sich sozusagen beworben und auch die Nachweise gebracht. Ja. Okay, ja. Das nur noch mal klarzustellen, das so geht. Genau. Bei dem Thema Kommunikation, ich finde es sehr beeindruckend, du hast dich auch weiterentwickelt, du hast einen Podcast zum Beispiel auch in Zusammenarbeit mit dem Uniklinikum entwickelt. Genau. Wie heißt der Podcast? Midnight. So, da ist auf deinem Kanal, da lädst du Kolleginnen aus den anderen Abteilungen ein. Du hattest einen Urologen da, eine Resilienz Forscherin auch, also die Kollegin. Genau, das war die Chefärztin der Psychosomatik. Sozusagen. Genau, das sind dann die anderen Abteilungen bei euch in der Klinik. Genau, ja, da gehst du dann selber hin und sagst, ich würde gerne das Thema mal mit dir oder mit Ihnen besprechen. Wollen wir uns das mal in einem Podcast zusammen? Genau. Ich habe mir mal überlegt irgendwann, und ehrlich, weil ich darauf auch Lust habe. Also das ist was, das mache ich in meiner Freizeit. Ich bearbeite das durch sozusagen mich, meine Mitarbeiter. Das ist, aber ich habe gesagt, eine super Möglichkeit, dass die Experten, die hier sitzen, dass die über ein Thema reden und dass es mehr Leute erreicht. Und tatsächlich hat mich damals, gerade während der Corona-Pandemie, so auch dazu mitgebracht, der Gedanke, einer wie Professor Drosten macht seinen Podcast und klärt über schwierige Zusammenhänge, wissenschaftliche Zusammenhänge einfach auf. Und dann habe ich gedacht, hier an der Uniklinik Bonn, da sitzen ja die Experten, der Chefarzt der Kardiologie, der Urologie, der Psychosomatik, alle Bereiche Augenheilkunde, Neurochirurgie. Und dann habe ich mir gedacht, wäre ja super, die als Experten einzuladen und über Themen zu sprechen. Genau. Und das ist auch sehr erfolgreich. Also die Kommentare darunter sind sehr konstruktiv, auch in die Richtung gehend, ich wüsste gerne dies und das mal über das Krankheitsbild oder so. Also ihr zieht da auch wirklich, oder ihr seid in einer Diskussion mit der Community. Das finde ich sehr beeindruckend. Und die Kolleginnen und Kollegen kriegen natürlich dadurch auch mal ein Forum und erreichen eine ganz andere Zielgruppe auch. Ne? Genau. Also erstens kriegen sie selber, dass man was macht im Bereich Social Media, was ja gerade auch viele Chefärzte auch verstanden haben, dass das wichtig ist oder leitende Personen. Wann ist das? Hat sich das geändert in den letzten Jahren? Muss ja, oder? Also. Ja, also das ist, wie ich vorhin meinte, auch wenn so die ersten 3-4 Jahre vielleicht eine Herausforderung waren, auch dass andere das schon erkennen, dass sowas wichtig ist, aufzuklären auf YouTube. 2016/17 dachte man vielleicht, da macht man ein Comedy-Video, da macht man ein Hundevideo, aber nicht als ein Arzt, der seriös an einer Klinik arbeitet, der vielleicht auch noch forscht, dass er auch auf so einer Plattform ist. Das war eine Herausforderung. Und jetzt hat sich das völlig etabliert. Jetzt weiß man, natürlich ist es ein Medium, das dazugehört. Es kommt ja auf mich an, wie ich es nutze. Das habe ich schon immer gedacht oder sage ich denen. Also ob ich mich nackt ausziehen will vor der Kamera und jemand macht, dann soll er das machen. Wenn ich
einen Fakt erklären will, wie das Herz aufgebaut ist, dann erkläre ich das. Das liegt ja an mir, nicht an dem Zuschauer, sondern ich mache ja den Content. Also ja, das hat sich, glaube ich, geändert. Viele sehen das jetzt so und ich glaube, der Videopodcast, meine Idee war halt, Podcasts gibt es viele. Wen haben wir hier eigentlich? Musst du mal vorstellen. Ja, genau, das ist, jetzt juckt er, das ist der Jago, mein Hund. Jetzt 7 Jahre alt und ja. Will dabei sein, ne? Will immer dabei sein, genau. Und passt auch oft bei den Drehs mit dabei. Dann, wenn ich in meinem Studio bin, sitzt er so dahinter und guckt sich das an. Genau. Ja. Erteilt er die Freigabe, ja? Gibt dann die Freigabe, genau, ja, richtig. Schön, dass du da bist. Ja. Aber nochmal ganz kurz, also dann bist du zur Pressestelle der Uniklinik gegangen, weil es gibt ja viele große Kliniken in Deutschland und ich finde das ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie du da kommunizierst, aufklärst auf medizinischem Terrain. Und dann hast du gesagt, das ist mein Konzept, können wir das zusammen umsetzen. Und es gibt jetzt hier auch ein Studio. Genau, genau. Also so haben wir das im Prinzip gemacht. Ich bin zur Pressesprecherin oder Presseabteilung gegangen, habe gesagt, die Idee habe ich. Dann haben wir das besprochen und genau, und jetzt gibt es hier von der Uniklinik auch ein Studio gemacht, aufgebaut, so wie die Vorstellung quasi auch war. Ich wollte das gerne so als Med-Night, so als man sitzt da, man redet ja über ein ernstes Thema auch, so ein bisschen mehr das Ambiente von, es ist ein bisschen dunkler, es ist eine Abendrunde. Und ja, jetzt kommen die Gäste aus, also sozusagen das Ziel ist, jeden Chefarzt, Chefärztin, Klinikdirektor aus allen Bereichen da zu haben, um mit denen über eine bestimmte Krankheit oder ihr Aufgabenfeld zu sprechen. Wow. Und ja, ich würde sagen, das müssen noch mehr natürlich gucken, weil ich glaube, das ist also wirklich super Kompetenz, wenn es einen, weiß ich nicht, Unikliniken gibt es in Deutschland ja nicht wie Sand am Meer. Und da quasi Chefarzt in einem bestimmten Bereich zu sein, ist schon aus medizinischer Sicht oftmals so, dass ja, inhaltlich zumindest Nonplusultra, was man werden kann oder was man schafft. Und die Leute sind ja, die forschen seit 10, 20 Jahren, die wissen genau, was da geht. Und dass die ihren Content geben, Input geben und über was reden, finde ich super wichtig für ganz viele Leute. Also verschenkte Ressource, dass das vorher nicht möglich war. Mhm. Und natürlich machen die vielleicht kein eigenes Video, weil die nicht wissen, wie das geht. Also kam bei mir die Idee, das auch als Videopodcast zu machen, nicht nur Podcast, sondern ich kenne mich ja, sag mal, mit Videos aus, zu sagen, wir nehmen das noch auf, wir sehen die Leute, mit denen ich spreche und wir blenden vielleicht auch ab und zu mal inhaltlich was ein, eine Erklärung. Ist auch wirklich richtig so, weil wir das Podcast-Produkt ja noch verbessert haben in dem letzten Jahr, also das ist halt jetzt eine eigene Destination, das ist besser auffindbar, es ist in YouTube Music eingebunden, also das ist sogar strategisch völlig richtig, was du da vorgeschlagen hast. Um die maximale Reichweite zu haben. Ja. Also das ist toll zu sehen, wie du das angehst. Aber das sind dann deine Ideen. Ist das, oder hast du dann ein Team, die dann sagen, lass uns doch mal das machen? Oder du hast die Idee und dann mach dir das mit dem Team und setz das um. Ja. Also ich habe ein Team auch, was, mit dem ich am YouTube arbeite, aber solche Sachen, ich glaube, das muss von einem selbst kommen. Und man selbst hat die Idee, man muss ja die Lust dazu haben. Mhm. Es gibt auch Ideen, wo man merkt, das macht man selbst vielleicht gar nicht. Das passt nicht zu einem. Ich kann vielleicht nicht rumlaufen und sagen, ich erkläre Medizin auf Comedy oder eher lustig. Das ist nicht, wie ich bin, das ist nicht, das bin ich nicht. Und also ein Interview führen mit jemandem, der sich auskennt in seinem Bereich, also A, interessiert es mich mega, was der macht und B, ist das ja eine super Möglichkeit und passt zu mir auch. Mhm. Ist aber, muss man sagen, auch eine Herausforderung anders. Also selbst ein Video drehen und vor der Kamera stehen und was erklären, ist anders als jetzt moderieren, wo mir einer gegenüber sitzt, der in seinem Gebiet auch ein Experte ist. Wenn ich jetzt ein Video oder ein Videopodcast aufnehme, zum Beispiel über Geburtshilfe oder über Neuropädiatrie, das sind ja die Klinikdirektoren oder Chefärztinnen, Chefärzte, die sind ja Experten im Bereich. Das ist ja nicht mein Feld. Ja. Das heißt, ich muss mich A, einarbeiten und B, auch eine Moderation führen, ist was ganz anderes. Also erst da habe ich kapiert, wie herausfordernd das für eine Anne Will oder einen Markus Lanz ist, so eine Sendung zu machen. Und man kann immer leicht meckern, aber das ist schon schwierig, das gut zu können. Interessant, dass du das sagst. Du hast halt immer 5 Fragen an die Teilnehmer oder 3 Fragen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel es waren. Also das klingt wirklich nach einem redaktionellen Vorbereitungsmoment, den du da hast. Mhm. Und das, da setzt du dich dann auch selber hin und machst das. Absolut, absolut. Das ist, andere Leute machen anderes.
Dienstagabend, Mittwochabend, Sonntagabend und ich setze mich ran und bereite das quasi vor. Und so eine Vorbereitung für diesen Videopodcast als Beispiel sind so 2-3 Stunden, dass ich das durchgehe. Ich lese den Lebenslauf durch, ich lese mir die Forschung durch, die Klinik, die Webseite von denen. Dann kriege ich von der Presseabteilung hier auch noch so ein paar aktuelle Auszüge, was veröffentlicht wurde. Und dann denke ich natürlich auch drüber nach, was sagt meine Community zu dem Thema, weil ich ja 1000 Videos schon habe. Und dann weiß ich natürlich, als Beispiel, wenn es über das Thema Kardiologie geht, dann weiß ich ja so ein bisschen, was interessiert die Community auf meinem Kanal schon immer. Was stelle ich also dem Leiter der Kardiologie dann für Fragen? Ich habe mir auch eine Frage vorher aufgeschrieben, das war so, wer ist denn deine Inspiration? Jetzt hast du eben schon Professor Drosten erwähnt. Ich denke mal, dass der Podcast in der Pandemie das Masterpiece of Communication für dich war in diesem Bereich, oder? Du hast ihn ja eben erwähnt. Genau, genau. Also bei dem fand ich einfach halt faszinierend, wie man schwere Zusammenhänge, und das ist ja auch das, was ich versuche auf YouTube zu machen. Jago. Hast du Sorge? Ja, als Jagdhund, obwohl der heute Morgen schon mit mir tatsächlich 14 Kilometer joggen war. Ui. 1,5 Stunden, aber... Dann macht er dann mit, ja? Die genau, ja, ja, das macht er mit und schön. Ist trotzdem weiter topfit, ja. Ja, wahrscheinlich deswegen, weil er mit dir öfter die Stadt genau, geht, man, muss man aber wissen, wenn man mit dem Hund da einmal anfängt, kann man dann nicht aufhören. Ah, okay. Also wenn das Herz ist wahrscheinlich auch... Dann, ja, der ganze Körper ja. Und ja... Sorry, also Professor Drosten, Masterpiece ja. Of Communication. Genau, also sozusagen als Inspiration, schwierige Zusammenhänge, wissenschaftliche Zusammenhänge in einfachen Worten zu erklären. Und das habe ich ja seit 2016 mit meinem Kanal versucht. Deswegen nenne ich den hier auch medizinisch verständlich korrekt. So die drei Worte sind das, wie ich in jedem Video versuche, die für mich so meine Orientierung sind. Und dann habe ich gedacht, als ich das gesehen hatte, wie sozusagen... Wissenschaftler, Experten in ihrem Gebiet schwere Zusammenhänge versuchen mit einfachen Worten wiederzugeben, habe ich gedacht, ey, yo, das ist das, was ich auch versuche. Und ich glaube, als Arzt ist es auch wichtig, nicht gegenüber dem Patienten lateinische Worte rauszuhauen oder schwere Begriffe und Sachen erklären, sodass der Patient gar nichts versteht. Und vielleicht war früher das so wie, oh ja, der Arzt ist richtig schlau, der hat das so erklärt und gesagt, ich habe gar nichts verstanden. Dass es eigentlich wichtig ist und die Kunst ist, es mit einfachen Worten dem Patienten zu erklären. Weil ja schon immer noch ein Wissensunterschied da ist. Das ist so, wie wenn mir der Elektriker, davon habe ich gar keine Ahnung, zu Hause irgendwie sagt, wie die Leitung geht und alles, da verstehe ich auch nichts. Dann soll er das mit einfachen Worten für mich erklären. Und so habe ich das bei meinen Videos gesehen und das war eine Inspiration nochmal bei dem Videopodcast, wo ich gedacht habe, der Professor Drosten als Beispiel nur, macht das zum Beispiel auch. Ja, ja. Wir haben ja in Deutschland ein klasse Gesundheitssystem und es gibt natürlich alles, überall Bereiche, wo man verbessern kann und so auch im Gesundheitssystem. Und ich hatte bei vor einem Jahr auch Kolleginnen und Kollegen da bei der Bekanntgabe des YouTube-Gesundheitslabels und da war auch eine Meinung, dass man für die Prävention oder für die Aufklärung halt eben Social Media bzw. YouTube-Videos viel stärker nutzen sollte und das auch eben Kolleginnen und Kollegen dort erzählt haben, wie sie es tun. Wo glaubst du denn, sind wir so vom Potenzial her, wie viele Kollegen sollten das noch machen? Also sind wir gerade am Anfang, sind wir schon irgendwo, machen das schon viele? Also wie gesagt, du bist der Größte, was die Abos angeht. Würdest du dir wünschen, dass es noch mehr Kollegen machen, so wie du oder vielleicht in einer abgespeckten Version oder anders? Absolut. Also, was ist da deine Meinung? Ich würde sagen, wir sind am Anfang. Wir sind vielleicht im Promille-Bereich von Leuten, die das machen. Wirklich? Und es sollten im Prinzip, jeder ist falsch, weil manche sind ja auch vielleicht in einem Team oder so, aber jede Praxis, jede Klinik in meinen Augen sollte das als Tool nutzen. Weil darüber kläre ich auf. Und oftmals wiederhole ich ja die gleichen Sachen. Also wenn der Patient wissen will, als Beispiel, das ist Arthrose im Knie, was bedeutet das? Dann führe ich als Arzt das Gespräch ja 10-mal am Tag, weil jeder Patient die gleiche Frage hat. Also ich erfinde ja das Thema nicht neu irgendwie. Und außerdem ist auch wichtig, man weiß, 80% vom Arzt-Patienten-Gespräch, wenn man in der Arztpraxis sitzt oder im Krankenhaus sitzt, wird 80% des Gesprächs wieder vergessen. Und wenn man eine schlimme Erkrankung hat, vielleicht eine Krebserkrankung hat oder eine schwere Operation, dann vergisst man über 90%, weil man nur im Hinterkopf hat, oh, ich habe als Beispiel Brustkrebs.
Schock. Ne? Genau. Mhm. Und dann erzählt der Arzt vielleicht noch weiter, ja, das bedeutet, wir müssen da mal eine Biopsie machen, wir müssen vielleicht mal so und so die Therapie machen. Das vergisst der Patient. Aber wenn er zu Hause ist, dann macht er den Computer an und guckt genau nach, was bedeutet das, wieso habe ich das, wie therapiere ich das, wie lange lebe ich noch. Das sind ja die Fragen, die einen beschäftigen. Und das schaut man sich zu Hause an. Und das habe ich mir schon auch 2016, 2017 gedacht. Krass, da schauen die Patienten nach. Aber keiner von uns ist da und erklärt es. Stattdessen war, glaube ich, sehr lange die Perspektive, oh, da informiert sich der Patient im Internet. Das finde ich nicht gut. Der soll lieber mit mir als Arzt reden. Was hat der Dr. Google? Das soll nicht sein. Da habe ich gedacht, seid doch da dann präsent. Weil die Leute werden sich da informieren. Ja. Und außerdem mal ganz ehrlich, wir selber Ärzte informieren uns da ja auch bei anderen Bereichen. Also habe ich mir gedacht, dann ist doch klar, dass es jeder machen wird. Mhm. Also zu der Frage, ja, also in meinen Augen sollten es viel mehr Ärzte machen. Ich motiviere auch jeden und finde das, also sollte sein, ein ganz wichtiger Teil. Ja. Kommen dann auch teilweise Kolleginnen auf dich zu und fragen, wie machst du denn das und wie muss ich denn das machen? Oder... Vielleicht dient ja dieses Video auch dafür, um das ein bisschen zu verstehen, wie du das machst. Ja, also es kommen welche und fragen mich, das passiert schon. Ich finde oftmals generell, wenn ich gefragt werde, wie mache ich das auf YouTube, wie ist man da erfolgreich, finde ich, sind oftmals die falschen Fragen am Anfang. Mhm. Nämlich es kommt oft, also eigentlich ist nur die erste Frage, welche Kamera benutzt du eigentlich und welche Technik? Und da denke ich mir so, krass. Genau falsch. Erstens, Technik hat mich nie interessiert. Mhm. Ja, ich habe zum Beispiel bis vor einem Jahr noch ein Handy gehabt, das ich seit 2018 hatte, also 4, 5 Jahre lang. Und die Leute machen sich darüber Gedanken, was ist die neueste Technik, die ich brauche? Was ist der beste Ton, das beste Licht oder so? Ja, das muss irgendwelche Basics erfüllen, aber frag dich doch lieber, welchen Content willst du machen? Warum will der Zuschauer das hören? Mhm. Warum interessiert dich? Aber das fragen die mich oft. Also einer von 10 stellt diese Frage vielleicht. Wie mache ich ein gutes Video? Was kann ich inhaltlich bringen, was es noch nicht gibt? Das fragt für einer von 10. Aber sehr viele fragen mich so technische Dinge irgendwie. Und da denke ich mir so, nee, das ist in meinen Augen das Falsche, weil das kommt automatisch. Vielleicht ist die Sorge da sehr groß, dass man das nicht gut hinkriegt und dann schlecht ausschaut und dann seine Reputation schädigt, anstatt sie zu stärken. Also das war jetzt allgemein auch bezogen, nicht jetzt auf, ob es medizinische Themen sind, sondern auch, was manche machen was im Fitness oder wollen was über Autos machen, einen Kanal, also welchen Bereich auch immer. Aber ja, wenn man Medizin macht, ist natürlich so die große Herausforderung, Jago, mach mal Platz. Platz. Gut, der ist hier draußen auf der Wiese und würde am liebsten jagen gehen. So, bleiben. Tut mir leid, dass du hier langweilig zuhören musst. Also stimmt, ich glaube, eine große Herausforderung in Social Media auf YouTube ist, ich nenne das mal Professionalität. Dass man denkt, man verliert Professionalität, wenn man, wenn man auf YouTube, auf Social Media aktiv ist. Und das war bestimmt in den letzten Jahren auch eher so, dass man das dachte. Aber ich meine, das ist ja nur ein Denken. Das heißt ja nicht, dass man das tut. Weißt du, was mir gerade auffällt? Wir haben jetzt für diesen Podcast, glaube ich, 62 Interviews mit Creatoren geführt, die entweder wie du ein Milestone, 1 Million oder ein besonderes Thema hatten oder 100.000 Abos genommen haben. Und alle haben sie gesagt, Authentizität und sei du selbst ist das, was zum Erfolg führt auf YouTube. Ne? Mhm. Und was bei euch Ärztinnen und Ärzten ja automatisch dazu kommt, ist so ein Label, dass bei den Patientinnen und Patienten klar ist, das ist ein Arzt und da kann ich mich drauf verlassen. Mhm. Das ist ja eigentlich quasi umsonst mit, nee, nicht umsonst, Entschuldigung, Studium und so weiter, aber das ist ja mitgegeben, wenn man sagt, ich gehe jetzt auf YouTube eigentlich. Ne? Das stimmt, aber ich glaube, man muss natürlich auch aufpassen, was man wie sagt, aber ich finde das gerade interessant, dass ihr eigentlich ja so ein Authentizitäts- Label schon mitbringen. Mhm. Ne? Also ich glaube, damit geht extreme Verantwortung einher. Ja, es ist eine Chance und gleichzeitig ist es eine extreme Herausforderung. Deswegen sage ich mal, ein Fehler bei mir in einem Video machen, ist, glaube ich, kommt ganz anders an oder rüber als, und es hat vielleicht auch eine negative Konsequenz für den Patienten, wenn ich mich vertue in einer Einheit, wenn ich nur sage, bei einem Medikament vielleicht, als Beispiel Paracetamol, maximal am Tag 4 Gramm. Und ich sage aus Versehen 40 Gramm oder so. Ja. Das kann ja auch
oder man vertut sich in der Einheit, weil was statt Milligramm sage ich aus Versehen Gramm, dann hat das ja riesen Impact vielleicht. Und wenn ich einen anderen Bereich mache, ist das egal. Dann ist es egal, wenn ich mich vielleicht auch verspreche oder einen Tippfehler mache. Beim Zement anmischen, oder? Als Beispiel, ja. Oder in einem ganz anderen Comedy-Bereich. Deswegen, also, ja, man hat so eine Art Chance dadurch, aber gleichzeitig auch eine mega Verantwortung, darum die man hat. Darum hast du jetzt deine Faktenchecker, ne? Genau. An deiner Seite, okay. Ja, und tatsächlich, das ist passiert, ich habe ein Video gemacht, ich glaube 2017, 18 über Thrombose. Mhm. Und selbst über als Arzt arbeiten, als Notarzt arbeiten. Und dann sage ich in dem Video nach ungefähr 16, 17 Minuten ein Versprecher, wählen Sie dann im Notfall schnell die 110. Ich meine, man sagt das so aus dem Stegreif vor einer Kamera und ich habe es nicht gemerkt. Und dann ist das Video veröffentlicht. Mhm. Und dann merkt man, wie auf einmal 100 Leute schreiben, ey Mann, das ist nicht die richtige Nummer, wie kann der das nicht wissen? Weil die einen ja, genau, weil die einen ja auch gar nicht kennen, arbeitet man das wirklich? Und da habe ich so für mich gemerkt, oh, da muss man noch genauer sein. Solche Fehler dürfen nicht passieren. Das ist das, was ich meine. Ich denke immer, im OP darf mir nicht der Chirurg zum Beispiel entgegenkommen, der Kollege, der Augenarzt, der welcher Bereich auch immer, und sagt, hier war ein Fehler inhaltlich bei dir. Und das macht damit aber die Qualität gut. Ja, wow, sehr, sehr interessant. Wollen wir denn mal von deiner Arbeitsstätte Richtung Kreativstätte gehen, wo du natürlich auch kreativ sein musst, um die Themen und die Aufklärungen zu betreiben, die du tust. Das ist dein Studio bei dir zu Hause, oder wo ist das? Genau, also ich hatte das, komm mal gleich jetzt mal reinschauen, aber am Anfang hatte ich das extern woanders gehabt und dann habe ich selber für mich gemerkt, es ist wichtig, flexibel zu sein. Also ich habe, vielleicht drehe ich abends, vielleicht drehe ich tagsüber, vielleicht habe ich Dienst am Wochenende. Das heißt, ich konnte nicht planen, immer an dem Tag um die Uhrzeit. Also wusste ich für mich, ich muss das so machen, dass ich dann drehe, wann ich Zeit habe, unabhängig, ob draußen die Sonne scheint oder nicht, wie das Licht geht, unabhängig, ob es Tag ist oder Nacht, ob es Sonntag ist oder Dienstag. Und deswegen habe ich entschieden, das mache ich bei mir selber zu Hause. Und zwar so, dass ich selbst das Video starte und ich bin alleine quasi. Ja. Interessant. Freue ich mich, dass du da das Studio uns mal zeigst. Mhm. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf, oder? Genau, sehr gut. Auf geht's. Okay, wir sind jetzt eine halbe Stunde Auto gefahren. Und zwar in dein Zuhause, was aber auch dann dein YouTube-Studio beinhaltet. Wir stehen an der Kaffeemaschine. Du wirst uns jetzt einen Kaffee machen, denn auch das habe ich in einem deiner Videos gelernt. Eine gewisse Menge an Kaffees darf ich ja trinken. Genau. Ist, glaube ich, auch, also erstens, meist, wenn ich von der Arbeit komme, nehme ich mir erstmal einen Kaffee wieder. Gehört einfach dazu, gerade auch, wenn man Triathlon macht, Koffein. Aber, Entschuldigung, du bist ja von der Arbeit mit dem Rad gekommen, ne? Also genau. Wir sind ja gerade mit dem Auto gefahren, aber normalerweise, habe ich gelernt, in der Garage kommst du mit dem Rad. Genau. 30 Minuten die Rad. Die Strecke fahre ich dann immer mit dem Rad. Und das gehört für mich, egal bei welchem Wetter, genau, hin und zurück. Und dann merke ich auch, damit komme ich schon entspannt an. Und vor allem, wenn man zurückfährt, hat man echt die ganzen Themen, wo man nochmal drüber nachdenkt, über die Fälle, wie lief was, wie lief die OP vielleicht. Auch wenn Sachen schlecht laufen, wenn vielleicht ein Patient verstirbt oder so, gerade als Notarzt, dann lässt man die Sachen hinter sich und dann komme ich hier an, dann gibt es fast immer erstmal einen Kaffee. Und das habe ich noch so als Überbleibsel, gerade auch von früher, vom Triathlon, wo man oft noch einen Espresso trinkt. Und genau, den nehme ich und zudem gerade, Kaffee ist ein super Beispiel für letztlich dieser Spruch, die Dosis macht das Gift oder alles in Maßen. Mhm. Auch hier, da weiß man zum Beispiel super, so 4 Tassen Kaffee am Tag sind gut, haben positive Effekte. Und wenn man da drüber trinkt, so 6, 7, 8 Tassen, dann schlägt es eher ins Negative um. Stichwort Herzrhythmusstörung, weil man so viel Koffein hat und so weiter. Ja. Ja, das hört man bei dir immer raus, das gesunde Mittelmaß auch. Genau. So ein bisschen deine Prämisse ist. Du hast ja zu Hause in einem 800-Seelendorf, oder? Mhm, das heißt also die Ruhe und die Natur, wie du eben gesagt hast, hier ankommen mit dem Fahrrad, das ist das. Also das ist da gerade der Ausgleich für dich, ne, den du gerade so wahrscheinlich hast. Klar, ne? Oh, und das ist auch, ich glaube, ganz wichtig, dieses so selbst wieder entspannen können, runterkommen, aber das machen, worauf man Lust hat. Und für mich ist so optimal, hier entspanne ich, hier kann ich meinen Sport machen, hier kann ich meine Videos machen.
genau, ja, du bist extremer Sportler, ne? Du machst Triathlon, fährst zum Rad zur Arbeit. Also das sieht man ja in deinen Videos auch. Bewegung, gesunde Ernährung sind ja immer wieder Thema. Also du bist schon sehr, sehr sportlich. Ne? Also zumindest hat es mich immer verfolgt und ist, glaube ich, die super Chance, einfach um abzuschalten, aber auch um Sachen nachzudenken. Also zum Beispiel, wenn ich auf dem Rennrad sitze, denke ich ganz viel über YouTube nach, darüber auch, wieso ich die Videos vielleicht mache, wie man es besser machen kann, dass ein Patient das besser versteht, dass es verständlicher rüberkommt. Vielleicht auch neue Ideen über neue Formate, also neue Themen. Und das ist so ganz typisch, dass ich da beim Sport nachdenke. Und dann merke ich aber auch, gerade auf dem Rennrad, so nach vielleicht 2 Stunden ist das nicht mehr. Und dann habe ich meinen Kopf nur noch und fahre Rad und quasi, der ist frei oder so. Aber so die ersten 1-2 Stunden verarbeite ich diese Sachen und denke dann darüber nach, ja. Cool. Ja. Welche Videos sind denn so die am meisten und am besten performen? Ich habe gesehen, wie erkenne ich Krebs, ist, glaube ich, das meistgeguckte. Mhm. Erkennst du ein Muster, was am meisten bei dir geguckt wird und abgefragt wird von den Userinnen und Usern? Also so vor 2, 3 Jahren, 4 Jahren war das so Themen stark auch zu abnehmen, Stoffwechsel. Und da habe ich, weiß ich noch, zum Beispiel die Idee kam beim Joggen hier zusammen mit dem Hund, dass ich gelaufen bin und wusste, ich werde oft gefragt, wie macht man ein Fettstoffwechseltraining beim Sport? Weil man dann beim Triathlon das ja auch macht. Wenn man 10 Stunden Triathlon macht, muss man ja die Energie aus dem Körper gewinnen. So viel Bananen und Energydrinks kann man ja gar nicht zu sich nehmen, auf 10.000 Kalorien zu kommen. Deswegen trainiert man ja, dass der Körper das verbrennt. Dass man sozusagen durch den Körper der Stoffwechsel so ist, dass er die eigene Energie durchs eigene Fett quasi gewinnt. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich mal einfach ein Video darüber und erkläre den Leuten mal, womit ich mich ja schon immer auseinandersetze. Und was auch eine wichtige Rolle auf der Intensivstation spielt, wo man ja auch den Stoffwechsel, den Fettstoffwechsel der Patienten, die im Koma liegen, mit weiter steuern muss. Und so ein Video ist auf einmal richtig eingeschlagen und die Leute fanden das mega spannend. Und das war quasi so eine Phase. Und jetzt so seit 1-2 Jahren, wie du gerade gesagt hast, gerade so Themen Anzeichen von Krankheiten. Also ich habe gemerkt, über eine Krankheit zu sprechen, und das ist so die typische Sichtweise vielleicht, die man eigentlich hat, auch als Arzt. Ich kläre mal auf über Diabetes als Beispiel. Der Patient klickt nicht oder Zuschauer, wenige Zuschauer oder weniger klicken drauf und sagen, ich will jetzt ein Video über Diabetes sehen. Aber was sie interessiert ist, was sind die Anzeichen von Diabetes? Woran erkenne ich, dass ich vielleicht Diabetes bekomme? Und dann klickt er drauf. Und dann kann ich ja genauso meine Message rüberbringen. Diabetes ist das und das. Das sind die Risikofaktoren. So und so behandelt man das. Aber ich habe es quasi anders aufgezogen. Das heißt, ich habe in der Vergangenheit, 2016, 17, 18, immer schon ein Video über Diabetes zum Beispiel oder auch über Krebs und habe die Erkrankung erklärt. Und das klicken die Leute aber nicht an, aber auf einmal Anzeichen. Ein gutes Beispiel ist Raucherlunge. Ich habe einige Videos gemacht über Rauchen ungesund, Rauchen Auswirkungen, will keiner sehen. Jeder Raucher weiß das, will er sich nicht anschauen. Erste Anzeichen, dass du eine Raucherlunge bekommst, interessiert den Raucher dann doch. Mhm. Und das klickt er sich an. Und dann kann ich genauso meine Message bringen nochmal. Wenn du viel rauchst, passiert das. Wenn du wieder aufhörst, brauchst du so lange Zeit, bis deine Lunge sich vielleicht erholt. Also diesen Ansatz hast du dann beim Joggen. Genau, und da habe ich beim Joggen, bei diesem Fettstoffwechsel sozusagen, da auf das erste Mal, weiß ich noch genau, wo ich lang gejoggt bin, wie ich da auf die Idee kam, darüber mal ein Video zu machen und dieses Pferd quasi anders aufsatteln, also bei einer Krankheit mal über die Anzeichen zu sprechen. Das war so, dass ich einfach überlegt habe, wie kriegt man es hin, was die Menschen interessiert, dass sie draufklicken? Ja. Du trägst ein Shirt United in Health. Was steckt denn dahinter? Genau. Tatsächlich habe ich das jetzt, ich glaube, in 20, 25 verschiedenen Farben mir geholt, das Shirt. Und das habe ich so für mich geholt, auch gerade so im Zusammenhang mit der Pandemie, dass ich so gedacht habe, ja, vereint in Gesundheit. Wir versuchen ja gemeinsam, dass man gesünder lebt, dass man aufgeklärt wird. Und dann steht hier ein Klein noch da drunter, Humanity and Respect habe ich dazu gemacht. Ja, weil man muss sagen, es gibt auch manchmal Herausforderungen, gerade auch so Rückmeldungen, vielleicht Kommentare auf YouTube, dass ich mir gedacht habe, es geht nicht darum, andere
zu kritisieren oder einfach nur oder schlecht zu machen. Mhm. Manche Leute nehmen das vielleicht so wahr. Wenn man über Rauchen aufklärt, geht es nicht darum, den anderen zu bewerten, der raucht oder so, sondern mir geht es nur darum, zu erklären, das und das kann passieren, das und das sind die Anzeichen. Und dann ist es ja von jedem selbst eine aktive Entscheidung, mache ich es trotzdem oder nicht. Ich fahre Rennrad und weiß, wie gefährlich Rennrad auf der Straße ist. Da mache ich auch Videos darüber und kläre darüber auf, aber mir ist das sozusagen bewusst. Mhm. Das heißt, ich will nicht den anderen damit kritisieren, anderen bewerten. Mhm. Das nimmt aber vielleicht der Zuschauer so wahr. Und deswegen habe ich dann irgendwann mal gedacht, United in Health, es geht ja um vereint in Gesundheit und Menschlichkeit und Respekt. Ja. Das hast du selber entworfen. Genau, das habe ich. Genau, das ist sozusagen. Das aber kann ich, ja mal daraus entstehen. Könnte, genau. Also tatsächlich, es gibt auch User, die gefragt haben, kann man die Shirts kaufen? Kannst du kaufen. Hast du im Shop? Nee. Aber habe ich nicht, genau. Einfach nur, weil ich gedacht habe, ich habe zwar 25 Stück gemacht, habe auch ein paar verschenkt, aber wollte nicht. Ja, ich habe mich fokussiere mich auf meine Videos. Aber man weiß ja nie, aber zumindest ist das Shirt und das trage ich immer, zum Beispiel in meinem Videopodcast. Mhm. Das trage ich, wenn ich irgendwo auftrete sozusagen oder was erkläre, habe ich immer eins von meinen 25 verschiedenen Farben an. Und genau. Cool. Damit habe ich auch ein Problem nämlich wieder gelöst, so Stichwort Effizienz. Früher habe ich gedacht, welches Hemd ziehe ich an? Ziehe ich ein T-Shirt an? Wenn das kariert ist, erkennt das die Kamera oder wo ich da zu Gast bin? Ich weiß, am Anfang sah das irgendwie komisch aus, damit aufzutreten, wo Leute ordentlich angezogen sind. Aber ich kann ja auch ein Jackett drüber ziehen. Aber jetzt habe ich immer dieses T-Shirt an. Und selbst wenn ich beim Land sitzen würde, würde ich mit so einem T-Shirt halt kommen. Und damit habe ich auch schon das Problem gelöst, was ich quasi anziehe. Ja. Hast du keinen Brainload, ne? Nee. Hast du keine Kapazität für. Genau, ja. Ich habe jetzt ein bisschen den Eindruck gewonnen, auch als wir jetzt im Auto hierher gefahren sind, dass du schon so ein Effektivitätsmonster bist. Ne? Also du musst die Sachen effektiv machen, dann bist du am Ende des Tages happy. Ja? Also es ist nicht negativ gemeint, sondern du bist sehr effizient unterwegs. Ja, ne? Ja. Musst du ja auch sein, ne? Ja. Wenn man die Projekte so, ne, Hauptjob in der Klinik, dann noch die YouTube-Videos, genau. Freunde, Privatleben und so weiter, alles unter einen Hut kriegen will. Also ich glaub, Triathlon ist ja auch sehr diszipliniert. Genau. Also ich denke, bei dir sind so Disziplin und Effizienz sehr große Themen, oder? Das ist auch, manchmal macht man ja mal so Umfragen oder im Team, so Charakteristika von jemandem. Und das ist so das, womit ich oft beschrieben werde, das stimmt. Das heißt ja auch nicht, manchmal werde ich gefragt, hast du überhaupt dann Freizeit? Entspannst du mal? Ja, das tue ich genauso. Also das mache ich genau. Aber wenn ich arbeite, bin ich jemand, der sagt, ich versuche es mir nicht fünfmal durchzulesen, sondern ein- oder zweimal. Wenn ich eine Sache mache, mache ich die halt effizient. Ich mache nicht irgendwie, wenn ich Sport mache, dann hänge ich dabei nicht noch am Handy und dattel rum, sondern dann mache ich eine Stunde Sport. Und nicht noch dazwischen irgendwie andere Sachen permanent. Und so arbeite ich quasi auch. Also das ist, glaube ich, ja, so Effizienz ist so ein wichtiges Thema, dass ich auch manchmal denke, zum Beispiel, man muss eine Sache nicht zwei-, dreimal nochmal machen, sondern überlege ich mir, wie mache ich die jetzt einmal quasi? Wie mache ich die richtig? Und ich denke auch immer stark drüber nach, wie kann man Sachen recyceln? Stichwort auch bei YouTube. Also das Pferd nicht fünfmal neu erfinden. Wenn ich über Diabetes aufkläre und was ausgearbeitet habe, dann überlege ich, wie kann ich das nochmal verwenden? Wo verwende ich das nochmal? Also nicht das Rad immer wieder neu erfinden, das gehört auch mit dazu. Bevor ich mich jetzt auf deinen Kaffee freue, dann gehen wir, glaube ich, gleich mal in dein Studio und gucken Machen mal an, wo alles entsteht, oder? Genau, dann nehmen wir den Kaffee am besten mit, ja. So. Ui, das ist es. Genau. Mehr nicht, das sieht ja doch mehr aus von außen, aber... Ja, und tatsächlich, das ist jetzt, du bist jetzt die erste Person, die in dem neuen Studio ist. Mhm. Ist wirklich jetzt nach 6 Jahren das gleiche, ganz einfache Setup, wo sozusagen Schallschutz war durch Bilder wie dieses oder eigene T-Shirts, die an der Wand hingen, haben wir jetzt ein professionelleres Studio quasi gebaut, um von 1 Million auf die nächsten 5 oder 10 Millionen zu kommen. Ja. Also wir haben wirklich jetzt. Ziel? Ja, also ich sage meinem Team auch, erstens sage ich meinem Team, ich will auch noch mit 70 YouTube machen, wenn ich 70 Jahre alt bin. Und zweitens ist das nächste Ziel, 10 Millionen zu machen. Krass. Und genau.
Waschmaschine? Die Waschmaschine, ja, weil dieser Raum war ursprünglich ein Wäscheraum. Und sozusagen das einzige Versprechen der Partnerin geht halt nicht anders. Die Waschmaschine muss hier bleiben. Hm. Und der Rest des Studios, Raums ist quasi jetzt das Filmstudio geworden. Aber deswegen ist die Waschmaschine hier sozusagen weiter drin. Ja. Manometer, lass uns mal reingehen. Also dann hast du ja große Ziele, was die Abonnentenzahlen angeht. Genau. Du bist ein ehrgeiziger Mensch. Du machst Triathlons, hast einen herausfordernden Job und jetzt auch noch das YouTube-Thema. Ja. Wahnsinn. Also du setzt dir die Ziele, ne? Um sie dann zu erreichen, genau. Oder was steckt dahinter? Also ich glaube, wenn ich so nachdenke, also zwei Sachen. Erstens, ich setze mir, glaube ich, nicht viele Ziele und es dauert ziemlich lange. Auch wenn Freunde, Mitarbeiter, Familie einem Ideen bringen, dann bin ich jemand, der ganz lange braucht, bis der sagt, das mache ich. Mhm. Zumal dieses Studio jetzt neu machen. Oder dass ich sage auch, auf YouTube zum Beispiel, ich mache ein neues Format und bringe Shorts. Das dauert bei mir viel länger. Aber wenn ich anfange, also ich sag mal, dann habe ich noch nie erlebt, dass ich mit einer Sache aufhöre, sondern sage ich, dann mache ich sie immer besser. Aber bei mir dauert es lange, bis ich anfange, aber dann mache ich es. Mhm. Bis ich einen Ironman gesagt habe, dann mache ich einen Ironman und dann trainiere ich den und dann mache ich den. Und dann ist immer mein Anspruch für mich, sei es in der Klinik, bei der Narkose, sei es bei den YouTube-Videos, dass ich jedes Mal danach denke, okay, wie kann man das besser machen? Aber ganz ehrlich, auch ohne, dass mich das stresst. Mhm. Also wenn andere Menschen das stresst, so zu denken oder die einfach nicht so ticken, dann sollen sie es sein lassen. Dann machen sie es halt nicht. Aber mich, ich sitze halt da auf dem Sofa und denke einfach nach, ah, wie könnte ich das besser machen? Wie kriege ich das besser hin? Das ist ohne, dass ich da irgendwie einen Bluthochdruck kriege, dass ich mich gestresst fühle, sondern das ist für mich Entspannung. Jetzt ist ja vielleicht der ein oder andere Mediziner da draußen auch, der überlegt, Mensch, das kann ich doch auch mal probieren hier so. Ich habe auch einen Raum über... Wie machst denn du das? Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Bist du hier mit, du sprichst auch von deinem Team. Mhm. Produzieren Teammitglieder mit dir oder machst du das, drückst du jetzt selber den Knopf? Mhm. Genau, also erstens, man merkt, der Ton ist richtig gut, oder? Ja. Also ist der, dafür, dass es ja ein großer Wäscheraum hier, also sozusagen ist mit Waschmaschinen, der hier, ich glaube, 6 Meter lang ist, ist es echt gut jetzt. Ja, also ich habe das komplett so eingestellt, dass ich alles selber mache. Deswegen habe ich da auch... Vielleicht kann man das mal zeigen. Du hast eine Checkliste. Genau, da habe ich diese Checkliste hier für mich, weil ich im Prinzip gesehen habe, all diese Sachen, die sind irgendwann mal, habe ich die vergessen. Und es passiert schon regelmäßig, dass man halt ein Video aufnimmt und auf einmal ich vergessen habe, den Ton anzumachen oder einzustopsen. Mhm. Dass ich vergessen habe, scharf zu stellen, die Kamera, weil ja niemand anderes da ist. Und dann drehst du das Video, lädst es hoch und kriegst dann auf einmal die Rückmeldung, oh, das hat überhaupt nicht funktioniert. Was ist denn das für eine Kamera? Also das ist eine Spiegelreflex, ne? Die du. Ja, das ist, ehrlich gesagt, kann ich das auch nicht beantworten. Ach so, okay. Das ist jetzt nicht ein, genau, also die ist mir sozusagen gesagt worden, nimm so eine und dann... Okay, alles klar. Ja. Ja, und dann bist du, also deswegen hast du dein Studio auch zu Hause. Ja. Weil du das für effizient natürlich wahrscheinlich ansiehst zu sagen, ich... drehe jetzt noch mal ein Video in meiner Freizeit und gehe noch mal schnell in mein Studio. Also das ist, da musst du nicht noch irgendwo hinfahren. Ja, das ist wieder das ist wieder das Gleiche mit der Effizienz. Natürlich weiß ich nicht, wann ich drehe. Und man hat 7 Tage in der Woche, 24 Stunden, wo man ungefähr 8 bis 10 Stunden schlafen sollte. Und den Rest muss ich halt gucken, wie es irgendwie passt. Und dann ist es ineffizient, wenn ich weiß, ich kann immer nur donnerstags drehen. Man muss noch woanders hinfahren, wo ich vielleicht noch einen Freund brauche oder einen Mitarbeiter, der filmt. Dann wird das auf Dauer nicht klappen. Das schaffe ich 5-mal, das schaffe ich 10-mal, aber das schaffe ich nicht 20 Jahre lang. Und mein Ziel ist, mit 70 noch YouTube-Videos zu machen. Also will ich für mich ein Setup haben, wo ich das selber entscheide, wann habe ich zufällig frei. Und dann ist es vielleicht Sonntag oder ist es Dienstagnachmittag oder Mittwochabend oder so. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, selber das Studio zu haben, bei mir zu Hause einzurichten. Und man kann alles selber steuern. Das heißt zum Beispiel, wenn ich mit dem Video anfange, nehme ich das hier immer raus, stelle den hier hin und das bin ich quasi. Kannst du also scharf stellen. Ne? Genau. Und dann gehe ich zur Kamera, mache an, stelle die scharf und danach stelle ich den zur Seite und stelle mich hier hin und die Kamera läuft ja und ich fange an. Weißt du, was ich glaube? Manchmal, dass viele deiner Kolleginnen und Kollegen denken, ich muss ja ein 7-Mann-Team organisieren, damit ich loslege auf YouTube. Ja.
Absolut. Wenn man das hier sieht, das was du hier machst, ist das ja. Genau. Also erstens braucht man nicht das 7-Mann-Team und zweitens auch keine technische Expertise. Noch nicht mal Affinität hilft, aber selbst, also ich habe die auch nicht, sondern ich denke mir, man soll das machen, was man gut kann. Und wenn jemand anders einem am Anfang hilft, was für eine Kamera braucht man, was für einen Ton, dann kann einem das vielleicht ein Freund sagen oder jemand anders, der sich damit auskennt. Oder man schaut sich dazu ein YouTube-Video an. Ich bin überhaupt nicht der Experte in dem Bereich, sondern das habe ich mir angeschaut und dann, okay, dann hole ich mir das. Sondern ich setze mich damit auseinander, wie mache ich gute Videos, die aufklären über Krankheiten. Und das kann man alleine machen. Also ich finde auch immer, der Fokus ist auf Content und gute Videos und nicht auf Technik mit vielen Mitarbeitern. Das muss man nicht komplex denken. Du sprichst ja oft auch vom Team. 5 Leute hast du, glaube ich. Mhm. Wo sind denn die jetzt gerade? Also mein Team ist sozusagen verteilt. Keiner ist hier bei mir zu Hause, sondern remote arbeiten. Da gibt es 2 bzw. 3 Personen, die cutten die Videos. Also natürlich habe ich mich am Anfang schon damit selbst auch beschäftigt, aber das war vielleicht das erste Video, das ich gemacht habe. Und dann habe ich schnell verstanden, das ist nicht das, was ich kann. Dann gibt es auch jemanden, der zum Beispiel nur die Fakten checkt von meinen Videos. Also das habe ich mir gerade aus der Erfahrung geholt. Das ist ganz wichtig zu machen, dass ich jemanden da drüber schauen habe, der nochmal alles drüber schaut, jeden Fakten, den wir einblenden. Ist es die Studienlage? Ist es die Leitlinie? Aber das natürlich muss man auch sehen, das ist nach 6 oder 7 Jahren, nach 1000 Videos, bei 1 Million Abonnenten, damit muss man nicht anfangen. Ich weiß es jetzt gar nicht, aber gibst du die Quellen da noch an unter den Videos? Ja, klar. Okay. Selbstverständlich. So, habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, klar. Gut. Okay. Und das war auch eins, also 2016, 17 habe ich gedacht, krass, Leute sagen was und sagen gar nicht die Studie dazu oder nennen die nicht. Natürlich ist mir bewusst, es gibt oft Studien, eigentlich kann man alles belegen oder wieder widerlegen, aber zumindest die Studie irgendwie zeigen, einblenden. Und so habe ich für mich irgendwann mal die Idee gehabt, ich blende noch die Studie ein. Generell kam, dass ich mal gedacht habe, als ich angefangen habe mit YouTube, dann so, okay, ich mache ein Video, wo ich was erkläre, da höre ich was. Und dann habe ich überlegt, wie lernt man eigentlich am besten? Wie versteht man was am besten? Und dann habe ich gedacht, ach krass, ich blende noch die wichtigsten Fakten zum Durchlesen mit ein. Weiß ich nicht, die wichtigsten 5 Anzeichen, vielleicht nochmal ein Laborparameter, den ich so erwähne beim Sprechen, aber den man nochmal lesen muss oder so. Oder eine wichtige Zahl, irgendwie 10 Millionen von 80 sind von 80 Millionen sind betroffen, dass sowas nochmal eingeblendet wird. Hast du dir das alles selber überlegt oder hast du eine Inspiration auf YouTube gehabt, wo gesagt hat, der macht das cool in dem und dem Land, weil in Deutschland bist du ja der Vorreiter hier? Also ich glaube, vielleicht unterschwellig, dass man mal wo Inspiration bekommt, aber ich selber habe nicht, dass ich sagen kann, da gibt es 1, 2 Kanäle, wo ich mir die Ideen hole. Ich bin eher einer, der selber überlegt, wie kann man es besser machen, wo ich glaube oder mich selber versuche, in die Situation reinzudenken. Ich habe auch keine Vorbilder zum Beispiel. Sehr, sehr interessant. Ja. Weißt du, was hier auch noch interessant ist? Dein Gym, dein Fitnessraum ist sehr, sehr nah am Studio, weil das habe ich jetzt auch gemerkt, du fährst mit dem Fahrrad von der Arbeit eine halbe Stunde bei Wind und Wetter hierhin nach Hause. Du hast aber trotzdem auch noch ein Gym dort. Das heißt, Sport ist auch eine wichtige große Säule in deinem Leben. Ja. Der ist also unweit weg, der Raum von hier. Also das ist auch etwas, was du dann in dein Leben reinpackst. Ne? Genau, absolut. Können wir uns auch gleich einmal dann auch hinsetzen. Und ja, zeig mal. Für mich, komm mal. Ja, das waren jetzt 5 Schritte vom Produktionsraum in die Folterkammer. Ist das eine Folterkammer oder ist das eine Spaßkammer? Ja, absolut Spaß. Und sagen wir mal so, das ist auch mein Traum oder so für mich selber. Und also optimaler Abend ist zum Beispiel, ich drehe erst und danach gehe ich hier noch hin und mache einen Ruhesport. Und danach entspanne ich noch auf dem Sofa. Das wäre mal so eine Frage. Du gibst in Videos Tipps, 5 Getränke zum Abnehmen. Also deine Themen haben wir schon besprochen, sind Sport, Ernährung und Krankheiten, Aufklären von Krankheitsbildern oder Krankheiten und Prävention, Prophylaxe. Wie kriegst du das denn selber hin? Wie kriegt Dr. Tobias Weigel das hin, seine Gesundheit, seine Freizeit zu managen? Bist du da
Mein Perfektionismus zu erreichen ist schwierig. Muss man das überhaupt? Also wo bist denn du da, wenn du dir jetzt eine Bewertung geben würdest bei all diesen Themen? Also es klingt irgendwie, glaube ich, also erstens versuche ich genau die Sachen umzusetzen, die ich auch immer sage, für mich selber auch. Also ich glaube, das ist schon mal eh immer wichtig. Und mir helfen wirklich meine eigenen Videos dazu, darüber nachzudenken. Und ich sage immer, man kann nicht auf der einen Seite Wasser predigen und dann Wein saufen sozusagen. Und deswegen helfen mir gerade solche Videos auch. Mal so als Beispiel, ich habe ein YouTube-Video gemacht über die Bedeutung der Aufklärung oder die Bedeutung der Vorsorgeuntersuchung beim Arzt. Und dann habe ich mir selber gedacht, oh, ich war seit 2 Jahren nicht mehr bei dem Hautkrebs-Screening. Mhm. Ich muss da selber auch hin. Ich kann nicht den Leuten empfehlen, sowas zu machen und selbst nicht darauf zu achten. Und dann glaube ich, gleichzeitig bin ich schon ziemlich entspannt. Also ich kann super für mich sofort abschalten und entspannen. Ich kann super im Krankenhaus, im Bett, wenn ich dann ins Bett komme, im Nachtdienst schlafen. Mhm. Ich kann super hier zu Hause schlafen. Das heißt, ich lege mich ins Bett, da grübel ich nicht rum, mich beschäftigen die Sachen nicht. Also ich kann, glaube ich, sehr gut selbst abschalten, auch entspannen dabei. Und die Arbeit, die ich mache, da bin ich einfach jemand, der effizient ist. So habe ich auch mein Studio hier gemacht und trainiere für mich einfach effizient, weil es mir Spaß macht. Aber ohne, glaube ich, selbst darüber nachzudenken. Also das sagen dann andere über einen. Ich selbst sehe das ja gar nicht so. Also du lebst das dann schon sehr, sehr stark, was du auch predigst, ne? Ja, definitiv, genau. Aber du hast mir eben auch gesagt, ein Döner ist auch okay mal im Monat, ne? Genau. Und ein Bierchen trinkst du auch schon mal. Genau. Aber halt, du weißt genau, was Alkohol im Körper verursacht. Ja. Sehr, sehr spannend, sehr interessant. Also ich denke, danke, dass du die Zeit hier für uns, für YouTube aufgewendet hast. Sie ist sehr lohnend gewesen, weil ich hoffe, dass viele Kolleginnen und Kollegen das mal sehen, wie du das hier machst. Sehr, sehr spannend, wie effizient und trotz einem intensiven Job in einer Uniklinik da so viel Aufwand für die Aufklärung auf medizinischen Themen zu verwenden, ist wirklich, wirklich Chapeau. Also wir vom YouTube-Team sind mega dankbar und stolz, dass du das machst. Liebe Grüße von meinem Kollegen Götz Gottschalk, der dich betreut auch und den Kanal weiter voranbringt mit dir zusammen. Ich hoffe, du wirst weiterhin die Energie haben und die Menschen aufklären. Danke, danke, Dr. Tobias Weigel. Ja, sehr gerne. Und also mir selbst ist es auch wirklich wichtig, dass mehr meiner Kollegen genau sowas machen. Das ist eine Chance, die wir haben. Also es ist ja ein Tool, was da ist, die Menschen, Patienten benutzen es und wir können es ja nutzen. Und je nachdem, welche Grund vielleicht der Arzt auch selber für sich hat, der Kollege, die Kollegin. Sei es, dass man mehr aufklären will, sei es, dass irgendwas beschrieben wird, eine Krankheit, weshalb Patienten kommen in die Praxis zum Beispiel. Sei es auch, Patienten überhaupt aufzuklären, dass solche Themen in einer Praxis gemacht werden. Dass es darüber vielleicht Dienstleistungen gibt, dass neue Patienten mit akquiriert werden, dass man vielleicht auch Mitarbeiter neu bekommt. Gerade für Mitarbeiter ist es ja auch spannend, heutzutage zu sehen, worüber spricht jemand, wie läuft das so ab in der Arztpraxis als Beispiel oder im Krankenhaus. Also es ist wirklich eine Chance für jeden und ich sage immer, also wer es nicht jetzt nutzt, sollte jetzt spätestens sofort anfangen. Ich denke, du bist auf jeden Fall jemand, der da sehr, sehr starken Anteil dran hat oder sehr, sehr hilft, dass verlässliche Gesundheitsinformationen auf YouTube sind. Und danke, danke dafür, weil es wirklich eine sehr wichtige Arbeit auch ist. Sehr gerne. Und lass uns da weiter voranschreiten. Sehr, sehr gerne.